So, dann möchte ich mich auf jeden Fall für den sehr interessanten Vortrag bedanken. Wir haben natürlich jetzt auch viel Platz für Fragen von euch oder Ihnen an den Heiko. Wenn jemand eine Frage hat, einfach mal kurz die Hand heben und dann werde ich rennen. Ich gehe mal kurz dahin und dann kommt der Ben. Also vielen Dank für den sehr spannenden Ansatz. Wir haben schon vorher ein bisschen geplaudert. Das ist ganz großartig. Und ich habe ein bisschen eine Problematik. Stellt sich dabei die Frage, wie weit kann man diese Psychologisierungen zuspitzen und da als Erklärungen heranziehen? Nicht, das wäre sicher zu kurz gegriffen und sagen, alle Etatisten wurden von ihren Eltern geschlagen. Das ist so wie die Gegenthese. Alle Libertären haben eine narzisstische Persönlichkeitsstörung. Kann man das ein bisschen besser differenzieren, diese Traumatisierung? Also könnte es sein, dass der Mutter und Vater vielleicht unterschiedliche Rollen übernehmen können? Gibt es auch, sagen, Gegenproblematik? Könnte es sein, das ist so ein bisschen die konservative These, dass wenn zu wenig Grenzensetzung da ist, dass das wieder ein anderes Extrem führen könnte? Beziehungsweise wie erklärt man sonst, dass wohl einerseits, und ich glaube, du teilst diese These, die Gewaltsamkeit abgenommen hat, also hier insbesondere im westlichen Raum, du hast ja mit Afrika und Mittelamerika verglichen. Was ist die Erklärung für diese Abnahme der Traumatisierungen? Ich nehme an, du gehst auch davon aus, dass das der Grund dieser Abnahme der Gewaltsamkeit ist. Und warum führt diese Abnahme der Gewaltsamkeit noch nicht zu einer Abnahme der Staatsgläubigkeit? Warum scheint das noch nicht klar zu korrelieren? Ist das jetzt noch etwas, das zu erwarten wäre für die Zukunft? Bist du da entsprechend optimistisch, dass das so nachkommen wird, nachgereicht wird? Ja, waren schon eine Fülle von kritischen Fragestellungen. Ja, ich meine, ich weiß das auch nicht. Aber also, es ist ein sehr komplexes Phänomen. Also der Legitimationseindruck in der Bevölkerung eines Staates, das ist natürlich ein sehr komplexes Phänomen. Und ich wollte jetzt nur, mir war wichtig zu sagen, hey Leute, es gibt auch unbewusste Faktoren, die sind verdammt mächtig. Aber ich bin weit davon entfernt zu sagen, das ist alles. Also von daher kann es auch keinen zeitlichen Zusammenhang geben zwischen Traumatisierung wird weniger. Oder Gewalt wird weniger, das ist ja nur eine Form von Traumatisierung. Das kann man ja noch ein bisschen messen. Man kann die Leute fragen oder filmen oder sowas. Aber wie eine emotionale Traumatisierung ist total schwierig zu fassen. Oder Vernachlässigung. Ne? Es gibt so ein Thema Vernachlässigung der Vernachlässigung. Die Jugendämter raffen das immer nicht mit der Vernachlässigung, weil sieht so harmlos aus. Das ist aber sehr schädlich. Also deswegen Gewalt und Staat weniger, das wird natürlich nie so einen engen Zusammenhang geben, weil man muss ja auch die intellektuelle Ebene mitmachen. Und der Staat ist halt stark mit Medien, Propaganda, Schulzwang. Das ist einfach eine sehr feste Mauer auch auf der bewussten Ebene. Deswegen finde ich das auch legitim und völlig gut und richtig, wenn man da was gegen unternimmt. Ich glaube halt nur, dass die Traumatisierungsgrad der Bevölkerung sozusagen ein limitierender Faktor ist. Wenn man den nicht wirklich auch verbessert, hat man mit den intellektuellen Bemühungen nur eine begrenzte Reichweite. Du bist jetzt auch nicht ganz sicher, ob der Traumatisierungsgrad wirklich im Abnehmen ist, weil du hast das vorher so kontrastiert, westliche Gesellschaften, nicht Doch. westliche Gesellschaften, würdest du schon schließen? Ja, das würde ich schon sehen. Also, wie gesagt, Lloyd de Mors war ja ein Autor, mit dem wir vorhin besprochen haben. Der zeigt das ganz gut auf. Er hat eben auch eine Geschichte der Kindheit geschrieben, hat das auch historisch untersucht. Also da kann man schon Hoffnung haben, dass über lange Zeiträume, aber hunderte von Jahren muss man dann nehmen, sich schon das Elternverhalten deutlich verbessert hat, langfristig. Die Eltern lieben ihre Kinder, das ist nicht Standard gewesen. Ne? Also ich bin da schon optimistisch, dass es da eine Bewegung gibt. Ich meine, ich glaube, dass es einfach den Menschen eingeboren ist, dieses Bindungssystem, was ich vorhin erklärt habe. Das tendiert natürlich dazu, dass man sich eigentlich um seine Kinder kümmert. Das ist den Menschen eigentlich eingebaut. Wir kümmern uns umeinander. Ne, wir hatten vorhin die Flut an der Elbe da. Menschen helfen sich untereinander, sind eingeboren. Und wenn das unterbrochen wird und kaputt gemacht wird, dann ist das eben, weil Traumasplitter reinkommen. Und dann werden eben liebevolle Mütter gewalttätig oder liebevolle Väter gewalttätig. Also, ja, also das ist, glaube ich, der Motor, dass Menschen eigentlich sich um ihren Nachwuchs kümmern wollen. Und das haben sie halt früher sehr viel schlechter getan und das tun sie immer besser und das werden sie auch immer besser tun, glaube ich. Ja, also so. Ja, also ich stehe jetzt mal nicht auf, weil ich ein bisschen aufgeregt bin und versuche auf den Punkt zu kommen. Mir hat dein Vortrag sehr, sehr gut gefallen.
Und ich glaube, es gibt vielleicht in Anlehnung an die Frage vom Rahim, vielleicht für den einen oder anderen die Frage, was gibt es denn noch außer die physische Traumatisierung? Du hast das angesprochen, die psychologische Traumatisierung. Wie kann die denn funktionieren? Und wir haben uns ja dabei darüber unterhalten, dass ich der Meinung bin, dass es eine ganz starke Bindungsstörung dadurch geben kann, durch den sogenannten Verantwortungstransfer. Das heißt also, dass die Erwartungshaltung von Eltern, ich nehme mal so ein Beispiel, Kind ist jetzt mal auf, sonst geht es mir schlecht, ich habe Sorge darum, also aus dem gutmeinenden Bedürfnis, dass das Kind sich gut ernährt, dann zu sagen, ja, iss mal auf, sonst geht's Mutti schlecht. Und es kann tatsächlich sein, dass die Mutter diesem Aufessen des Tellers eine so große Bedeutung zumisst. Nehmen wir ein anderes Beispiel. Die Schule ist der Ernst des Lebens. Du bist da, um dich auf dein Leben vorzubereiten. Ich habe Sorge darum, dass du später im Leben gut klarkommst, dass du deine eigene Existenz freistellen kannst durch das, was du später mal tust. Und ich habe die Erwartungshaltung, dass wenn du in der Schule bist, dass du dann da auch mitmachst. Und ich sehe das so, dass die Erwartungshaltung ja auch tatsächlich durch Boykott und durch Liebesentzug tatsächlich auch durchgeführt wird. Das heißt also, wenn die Eltern auf den Elternabend gehen in die Schule und dort werden alle gelobt, aber der Max lernt ja wirklich nicht. Der sitzt in Mathe immer, guckt aus dem Fenster und malt irgendwas und so kann das nichts werden. Dann machen die Eltern sich so große Sorgen, dass sie sagen, weißt du, nächster Geburtstag fällt aus, da gibt's nichts. Wir müssen jetzt Druck ausüben, wir müssen uns zurückziehen, wir geben Liebesentzug. Und das ist, was du eingehend gesagt hast, aus meiner Sicht auch eine ganz starke Bedrohung des Beziehungsverhältnisses zu den Eltern. Vielleicht können da viel eher die Leute hier was mit anfangen. Also ich bin selber nicht geschlagen worden als Kind, aber ich habe sowas in der Art erlebt. Es ist mir erst viel später bewusst geworden, es ist viel eigentlich perfider. Und die Eltern, die das machen, tun es nicht aus schlecht meinen Bedürfnissen, sondern aus den edelsten Motiven, aus Unwissenheit. Beispielsweise, dass Kinder eigentlich keine Belehrung brauchen, sondern sich selbst die Welt erschließen wollen. Und wenn meine Beziehung dann gestört ist und ich tue mein ganzes Leben eigentlich dieses Erwachsen, Erblühen, diese Phase, in dem das Kind zum autarken Menschen wird, tue da ganz viel dafür, dass die Bindung zu meiner Mutter, die Bindung zu meinem Vater gut ist, weil ich ihre Erwartungen erfülle, dann werde ich auch auf diese Art und Weise von mir abgehalten und davon abgehalten, die Welt auf meine Art und Weise zu entdecken. Das wäre so ein Ansatz. Da liegen wir, glaube ich, gar nicht so weit auseinander, aber vielleicht als Ergänzung, dass das auch eine Möglichkeit wäre. Danke. Ja, ich sag noch mal kurz was dazu. Also wir hatten das schon diskutiert mal. Die Frage ist letztlich, wodurch kann man ein Kind traumatisieren? Reicht es, Erwartungen zu haben, die falsch sind? Reicht es auch, dem Kind Scheiße zu erzählen, zu sagen, du musst in der Schule gut sein? Und meine These wäre, ich verstehe das ja auch nicht so genau, das muss man auch genau untersuchen. Also ich kann ja praktisch immer nur rückblicken, die Patienten schauen, wie sind die denn kaputt gegangen? Und kaputt gegangen ist so schlimm, aber wie sind die zersplittert? Und ich kann immer nur sagen, die Kinder sind erstmal sehr gut bei sich. Klar sind die auch bei der Mutter, aber die sorgen sehr gut für ihre Bedürfnisse. Die schreien nachts und es ist denen scheißegal, ob du Bock hast aufzustehen oder nicht. Die schreien einfach. Die sorgen für sich, die sind so gebaut. Und wenn man Kinder davon abkriegen will, und das war jetzt so deine Idee, wie kriegt man Menschen davon ab, dem eigenen Stern zu folgen? Wie schafft man das, dass sie Autoritäten sich unterordnen, dass sie Erwartungen folgen? Es muss wehtun, das ist mein Kriterium. Es muss wehtun. Und was wehtut, kann unterschiedlich sein. Es kann Schläge sein, es kann Alleinlassen sein. Alleinsein ist schrecklich, das bedeutet, ich bin in Todesangst, weil der Löwe kann jederzeit kommen, mich fressen kann, hilft mir. Das ist maximaler Stress. Sieht ganz harmlos aus, passiert ja nichts. Ja, aber das ist ja gerade das Problem, dass nichts passiert. Man braucht Beziehung, Menschen sind sehr sozial. Also das tut weh, in dem Sinne, wie ich das meine. Und emotional kalt zu sein, tut auch weh. Es gibt dieses sogenannte Still-Face-Experiment. Also eine Mutter hat einen Säugling im Maxi-Cosi und ich geht mit dem und der macht was und ist lustig und so. Und dann macht sie so. Ein regungsloses Gesicht. Egal, was der Säugling macht. Der ist erst irritiert, dann probiert er ein bisschen, so, dann kommt die Hand und die Mutter reagiert immer noch nicht. Das dauert 20 Sekunden, das schreit das Baby. Das hält das nicht aus. Das ist so schrecklich, dass die Mutter, die normalerweise ein unheimliches Feedbackgeber war, plötzlich ausfällt. Das tut weh. Das ist Stress. So, ne? Also dieses emotionale Kaltwerden,
Nee, du hast schon wieder eine 5. Ja, also so wird das. In der Schule ist das schon viel zu spät, da sind Kinder viel zu bewusst, um durch so eine Bemerkung kaputt zu gehen. Das muss schon früher gemacht werden. Aber es muss wehtun, das ist mein Kriterium. Wie es wehtut, da gibt es unterschiedliche Formen. Und um nochmal auf die Frage vom Reim zurückzukommen, ich glaube schon, dass es interessant wäre, darüber nachzudenken, ob unterschiedliche Arten, wie man zersplittert wurde, wie man traumatisiert wurde, unterschiedliche Bedürfnislagen zur Folge haben können. Das kann sein. Ist eine interessante Idee? Weiß ich noch nicht. Weiß ich nicht, kann ich nicht sagen. Finde ich aber spannend nachzudenken. So, Punkt. Grüß dich. Also ich wollte auch zur Eingangsfrage da einhaken und was du vorgestellt hast, die These, wenn ich die jetzt verteidige und versuche, die Eingangsfrage zu erklären, kam im Prinzip auf die gleiche Idee, die du hattest, dass das ja Extreme sind. Du hast das eine Extrem, völlig untraumatisiertes Kind. Das würde automatisch zu einem freiheitsliebenden Menschen heranwachsen. Das andere Extrem in Mittelamerika, sind noch nicht mal mehr in der Lage, für unsere Begriffe ein normales Staatswesen aufzubauen. Da gibt es ja nur noch marodierende Banden und völlig korrupte Staatswesen, weil das ist einfach, das sind Traumata, das können wir uns wahrscheinlich gar nicht vorstellen und wollen wir vielleicht auch gar nicht. Und man arbeitet ja mit Menschen. Ich denke, da gibt es Milliarden von Zwischenstufen. Und in der Sekunde, das würde dann auch das Argument von dir unterstützen, wo du sagst, ja okay, dann gibt es jetzt halt viele Libertäre und die werden sich immer gegen den Staat, und aber die können ja wohl auch Traumata gehabt haben. Der eigentliche Feind ist woanders, sind vielleicht diejenigen, die sich ihres Traumatas bewusst sind und daran gearbeitet haben und dann anfangen zu sagen, okay, außerdem ist meine Umwelt auch noch unfrei und ich möchte das verbessern, wohingegen eben es vielleicht nur 3% weniger Bewusstsein oder mehr Traumatisierung, ja, wenn man das überhaupt messen kann, bedarf, dass es eben dann zu guten Staatsbürgern wird, der gleiche Mensch, die gleiche Persönlichkeit, der dann sagt, braucht den Staat, der schützt mich, und außerdem funktioniert ja ganz gut bei uns. Also ich würde das tatsächlich unterstützen, dass es eben kein Widerspruch in sich ist, sondern man braucht ein gewisses Level, um überhaupt einen so gut funktionierenden Staat aufrechtzuerhalten an Traumatisierung. Das darf aber nicht zu stark sein. Du sagst das bei uns, wir haben ein relativ niedriges Traumalevel, aber wir haben ein Traumalevel. Wenn wir null halten, perfekt, ja, perfekte Menschen, alles, dann gibt's das nicht. Ja, und wenn wir es weiter anziehen, dann zerfällt das selbst, weil es nur noch marodierende Banden und korrupte Staaten gibt. Insofern halte ich das für keinen Widerspruch, sondern für eine relativ angemessene Erklärung, dass man halt darauf ankommt, wo man steht, und dann haben sich die Leute meinetwegen hier, die Menschen, um jetzt mal ein bisschen irgendwie der Gruppe zu schmeicheln, mit sich selbst beschäftigt, und dann heißt es ja, okay, ja, ich kann wohl alleine für mich leben, ja scheiße, aber ich muss jetzt in eine Krankenversicherung einzahlen und darf sie mir noch nicht mal selbst aussuchen. Ja, und dann fängt das an. Also das ist, ja, ich sehe da keinen Widerspruch mehr. Ja, würde ich ganz kurz kommentieren. Dann komme ich gleich nochmal, ja. Was wollte ich jetzt sagen? Also, ich habe ja jetzt den Fall vorgestellt von einer Person, die einen unbewussten Teil hatte, einen Täteranteil, der dazwischen war, und einen anscheinend normale Persönlichkeitsanteil. Das ist sozusagen eine sehr einfache, sehr milde Struktur, und da gibt es nur manche Funktionsbereiche in dieses Schutzbedürfnis, die jetzt unbewusst sind. Das wäre eine relativ gesunde Person. Die würde erfolgreich sein, die würde gute Beziehungen führen können, aber eben immer so ein bisschen ordentlich und ein deutscher Soldat, ne? So. Und das ist richtig, dass das ein gewisses Funktionsniveau voraussetzt. Wenn ich jetzt ein Kind viel stärker traumatisiere, dann kriege ich zum Beispiel eine Borderline-Persönlichkeitsstörung. Ja, das ist sehr instabil. Das können auch sehr hoch funktionierende Menschen sein, aber häufig sind das eben auch Menschen, die nicht so viel auf die Reihe kriegen. Und wenn ich dann so ein Traumalevel habe, mehr in der Bevölkerung, dann kriege ich natürlich sehr viel mehr Chaos. Und sehr viel mehr Disorganisation, sehr viel mehr Gewaltausbrüche, sehr viel mehr unmotivierte Dinge. Ne? Wir Deutschen sind ja relativ zuverlässig und klappt alles nach Plan, sind so ein bisschen wie eine Maschine. Ne? Also da braucht man schon ein bestimmtes Gesundheitslevel, um das hinzukriegen. Von daher ist das so richtig. Ne? Ja. Heiko, du hast gesagt, Staat ist ja vielleicht doch nicht so schlecht. Also uns geht es ja eigentlich ganz gut. Ich gehe ein bisschen zurück, als du vorhin deinen Vortrag beendet hast. Hängt aber jetzt hiermit zusammen. Und Eltern
Das war ja deine These, die du aufgestellt hast. Und Eltern, wir haben gar nicht so schlechte Eltern. So, jetzt wird aber die Ursache gesucht, ja, bei Traumata in der Kindheit, warum wir heute vermeintlich vielleicht gegen den Staat vorgehen oder uns da unwohl fühlen. Und jetzt stelle ich mal eine These auf und sage, haben die Eltern überhaupt mal die Elternschaft oder hat der Staat die Elternschaft? Also zum Großteil, gerade wenn man mal in die jetzt, also mal neue Bundesländer-Definition, da sind ja, war ja klar Krippe, ja, so. Wer sind denn die Eltern überhaupt? Ja, so, also das möchte ich nur mal den Gedanken mal aufwerfen, ja. Das heißt, es richtet sich sehr, wir richten uns schon in den Emotionen gegen oder für oder gegen den Staat, ja, aber der Staat hat ja auch de facto eine Art Elternschaft übernommen. Das kann man ja auch mal so als ergänzende These oder als Gedankengang, in den du auch vielleicht mit reinnehmen kannst, in deine Argumentation auch, dann auch mal mit aufgreifen, weil das wäre ja mal zu untersuchen. Wie viel ist denn der Staat gewaltsam? Nicht physisch, weil der ist ja nicht physisch da. Aber er nutzt die Eltern, ja, nach meiner, weil der Staat kontrolliert die Eltern, um es mal einfach zu sagen. Also den einen geht es besser, den anderen schlechter. Ich würde mal sagen, wenn jemand im sozialen Chaos ist, dann schlägt er die Kinder und ist eher aggressiv. Wenn es denen gut geht, dann geht es den Kindern auch besser, so in der groben Richtung. Ja, so. Aber letztendlich der Staat, die physische Gewalt kommt, aber der Staat hat die Obermacht. Und was wir hier angehen ist heute, oder das ist ja unser Thema, letztendlich, dass wir uns eben gegen die Gewalt, die der Staat ausübt, richten, oder dass wir darüber sprechen, ja, was können wir tun, um dieses Gewaltmonopol durch den Staat und durch das System zu ändern. So. Ich bin von einer Situation ausgegangen, wo das Kind mit der Mutter zu Hause alleine ist. Ne? Das ist ja gar nicht die Standardsituation mehr. Also wenn Kinder sehr früh schon in staatliche Einrichtungen oder staatlich finanzierte Einrichtungen gegeben werden, dann entwickeln die natürlich eine Bindung zu ihrer Erzieherin. Wenn Kinder in der Grundschule sein müssen, wo nicht, vielleicht nicht alle Kinder hingehen würden, wenn man es nicht müsste, also ganz sicher nicht alle Kinder hingehen würden, also dann ist das völlig richtig, dass der Schulzwang eine Strategie des Staates ist, die Kinder von den Eltern zu entfremden und Kontrolle über die Geister der Kinder zu bekommen. Und auch die Einladung an Mütter, kostengünstig ihr Kind abzugeben, ist super für den Staat. Er kriegt erstens Kontrolle über die Kinder und zweitens kriegt er, wenn die Mütter arbeiten gehen, Steuereinnahmen. Ne? Also das ist eine super Strategie. Und es ist aber, finde ich, sehr traurig, dass eben da Anreize gegeben werden, die Bindung zu dem Kind, die halt die Mutter oder auch der Vater auf eine Weise natürlich durchführen kann, wie das sonst niemand kann, weil es das eigene Kind ist. Ne? Das finde ich einfach, finde ich sehr schade, dass das so ist. Und das ist tatsächlich ein soziales Experiment bei der Auflösung von Bindungen, wenn wir noch sehen, was wir davon haben. Möglicherweise ist das ein bedrohlicher Faktor. Ich weiß das nicht. Das hat es ja noch nicht gegeben, ne? Glaube ich. Ja, okay. Ja, erstmal vielen Dank, dass du die Psychologie eingeführt hast in die libertäre Diskussion. Das finde ich ganz, ganz wichtig. Ökonomie ist wichtig, aber es gibt so eine Art Vorherrschaft der ökonomischen Diskussion unter Libertären und das ist einfach eindimensional. Ja. Und ich möchte eigentlich an zwei Dinge anschließen, die ja schon gesagt worden sind, einfach um es noch einen Schritt weiterzuführen, das Modell, was du gesagt hast. Denn auf der einen Seite ist ist tatsächlich ja, was du gesagt hast, auch eingetreten, dass der Staat, unser Staat hier, unser in Anführungsstrichen, nicht mehr in der Weise direkt offen gewalttätig ist, wie er das früher bei uns war und wie es in den meisten Teilen der Erde immer noch ist. Gleichzeitig aber hat ja die Staatsgläubigkeit zugenommen und in gewisser Weise auch der Einfluss des Staates auf unser privates Leben nimmt in dramatischer Weise zu, was man sich also überhaupt nicht vorstellen konnte in früheren Zeiten, wo der Staat sich einmischt. Und ich würde einfach noch ein Element der Traumatisierung hinzufügen, und das haben ja andere ja auch schon angedeutet als Möglichkeit, und sagen, der Staat ist selbst eine traumatisierende Institution. Das kann teilweise über die Eltern passieren. Also das Beispiel von
von Ben war ja solch ein Beispiel. Eltern agieren sozusagen als Agenten der staatlichen Schule. Da wird benutzt sozusagen die Liebe der Eltern zu den Kindern und die Sorge um ihre Zukunft, um sie zu traumatisieren, aber das ist nicht der Wille der Eltern, das zu tun. Wie viel Streit gibt es in Haushalten über Hausaufgaben? Das ist eine Katastrophe. Ja. Genau. Die also bringen auch nichts. Wir müssen, und aber das gilt eben in anderer Hinsicht auch. Wir können das also so zusammenfassen. Einer meiner Ideengeber, Paul Goodman, ist ja auch Psychologe, Psychotherapeut, hat gesagt, es ist einfach diese Erfahrung, nicht Kontrolle über das eigene Leben zu haben, das die Erwachsenen auch prägt und was sie eben an ihre Kinder weitergeben, sozusagen dieses nicht über das eigene Leben verfügen können. Und wenn wir uns das angucken, dann ist es nicht so, dass der Staat weniger gewaltsam geworden ist, sondern er ist einfach strukturell viel gewaltsamer geworden, als er es jemals gewesen ist. Ich kann das einfach in meiner eigenen Lebenszeit, die ich überblicke von den 70er Jahren bis heute sagen, auch bei meinen Kindern, ich muss ganz klar sagen, all die Leute, die behaupten, dass die in der Schule wird alles drunter und drüber gehen, in der staatlichen, ich kann nur sagen, meine Kinder hatten es in der Schule 100-mal schwerer als ich und ich habe gelitten unter der Schule und die jüngste Tochter meiner Frau, die jetzt noch zur Schule geht, das, was die dort machen, das ist einfach menschenverachtender Scheiß. Und das hat es früher in dieser Art nicht gegeben. Aber es ist nicht sozusagen die Verrohung, dass da nicht mehr gelernt wird, sondern das, was die machen, die muss jetzt zum Beispiel einen Aufsatz schreiben für ein Abitur. Das früher wäre das eben, ja, in einem fortgeschrittenen Semester eine Hausarbeit. Also das ist nicht so, als ob das Niveau gesunken ist, sondern der Leistungsdruck ist ungeheuer gestiegen. Und das finde ich, das muss man eben sozusagen als nächsten Schritt einfügen in dein Modell und sagen, der Staat selbst wird Täter oder Traumatisierer und nutzt auch die Eltern sozusagen, um diese Traumatisierung weiterzugeben. Und damit erhält er sozusagen seine eigene psychologische Grundlage. Mhm. Ja, das ist interessant. Ja, dann schließt sich der Kreis. Ja, danke für die Ergänzung. Wunderbar. Ja, hallo. Ich habe mal einfach nur zwei Gedanken, die ich jetzt hatte. Also der Vortrag selber war für mich jetzt auch eine relativ interessante Sicht, auch heranzugehen jetzt an das Thema Staat. Und ich habe mal ganz gern Basiat früher mal gelesen, der Staat, wo dann halt er die Definition brachte, dass halt der Staat halt diese Illusion ist, dass jedermann von jedermann lebt. Das wäre jetzt meine Frage auch so ein bisschen an diese Gewalt, die da auch immer drin steckt. Der Übergang der Zivilisation des Menschen von einer, ich sag mal, Jägergesellschaft, Jäger- und Sammlergesellschaft zu einer Gesellschaft von Ackerbauern, wo dann halt dieses Konstrukt, dass man halt auf Zeit plant und dann versucht halt, seinen Lebensunterhalt nicht mehr durch kurzfristige, gewalttätige Aktionen zu bestreiten, sondern durch Planung und durch, ich sag jetzt mal, Kapital. Genau, Kapitalbildung halt, versucht, den Lebensunterhalt zu sichern. Und das auch zu erweitern. Das nächste Jahr, ne? Genau, dieser Gedanke einfach, dass das ist ja relativ neu im Menschen, also auch im Gedankenbild des Menschen. Und der zweite Punkt, den ich ansprechen wollte, die Hormone. Aber was war die Frage da oder was? Ach so, war es eine Bemerkung? Ich wollte es erstmal nur so bemerken. Und meine Frage wäre dann das Thema Gewalt, was sozusagen durch den Staat ausgeübt wird. Der zweite Punkt wäre halt das Thema Hormone, dass ja der Mensch immer noch über Hormone gesteuert wird, auch die Mutterliebe und das alles sehr, sehr stark auch über Hormone verändert werden kann. Und dass wir als, ich sag mal, als Menschen noch in dieser Jäger- und Sammlerstruktur sozialisiert sind, wahrscheinlich. Und deswegen jetzt die Frage an Sie jetzt, an dich jetzt als Gewaltfachmann, steckt das da drin? Ist das irgendwie erklärbar dadurch oder ist das irgendwo eine Möglichkeit, das so zu sehen? Dass halt Gewalt... Noch nicht ganz verstanden. Okay. Dass sozusagen die, wie soll ich sagen, die Gewalt, also wenn man jetzt die Definition des Staates nimmt, dass jedermann jeden irgendwo gegenseitig sich Gewalt antut in dieser Strukturstaat. Oder in dieser gesellschaftlichen Konstruktion Staat, dass das ein Stück weit menschliche Natur ist, weil die menschliche Natur immer noch in diesen Jäger- und Sammlerstrukturen denkt und handelt.
und noch nicht so stark in diesem, ich sag mal, wie wir heute leben, heute in diesem Ackerbauer-Status, sag ich mal, wo man eher, sag ich mal, diese Planung noch mit drin hat, was vorher noch nicht gegeben war. Der Mensch, ich sag mal, 100.000 Jahre Entwicklungszeit, 2.000 Jahre haben wir jetzt diese Strukturen, dass der sich noch nicht gedanklich sozusagen einstellen kann auf neue gesellschaftliche Funktionsweisen und immer noch mit alten Mustern reagiert. Also ist schwierig. Also da müssten wir jetzt länger reden, damit wir kommen von unterschiedlichen Ansatzpunkten. Deswegen ist das ein bisschen schwierig. Also was ich sagen kann, ist zu der Jäger-Sammler-Gesellschaft ist, dadurch, dass man überhaupt Kapital ansammelt, wird es möglich, ökonomisch auszubeuten. Das ist eine Sache, die ich, Beobachtung, die ich da einfach hinzufügen würde. Weil früher hat man da ausgebeutet, indem man halt, weiß ich auch nicht, einen vor die Nase gehauen hat oder so. Wenn man jetzt da keine Kapitalien hat. Aber wenn der Mensch produktiv ist und Dinge ansammelt, dann kann ich den beseitigen und habe dann den Acker, das Saatgut, also ich habe das Kapital. Und das ist ja, was heute passiert. Heute wird ja keiner mehr groß totgeschossen, sondern es wird halt Geld eingesammelt. Und das ist eine ökonomische Ausbeutung. Und vielleicht ist das eine Brücke auch zu dem, die Gewalt, wir müssen ja gar keine große Gewalt ausüben. Das ist ja alles sehr gewaltfrei, unsere Gesellschaft. Ja, aber Akzeptanz von Gewalt ist was anderes, als ich müsste sie ausüben. Ich muss ja nichts tun. Ich muss einfach nur meiner Arbeit nachgehen. So, und zu der Idee, dass wir irgendwie noch Jäger-Sammler sind. Ich glaube, dass wir halt Menschen sind, die sich vielleicht in Gruppen von bis zu 100 Leuten wohlfühlen. Sowas. Und so ein Staat von 70, 80 Millionen, das ist komplett abstrakt. Das ist überhaupt nicht, ne? Und ich glaube, was die Propaganda macht, ist, sie versucht zu appellieren, als wären wir eine Gruppe von 100 Leuten. Komm, schmeiß mal was rein. Sei einfach, ne? Sei nicht so. So denken viele Leute. Die denken über 80 Millionen so, als wäre das irgendwie eine Gruppe von Leuten, die gegenüber anderen Gruppen vielleicht bestehen müssen und die durch die Savanne ziehen und irgendwie klarkommen müssen. Und dann ist man einfach sehr sozial, dann kümmert man sich umeinander, wie das in Dresden beim Hochwasser war. So sind die Menschen programmiert. Und was der Staat eher macht, ist das ein Ausnutzen, indem er die Leute in den Glauben lockt, sie wären die Anführer einer Horde oder so. Und das ist halt nicht so, ne? Also, aber ich weiß nicht, ob das überhaupt mit deinen Fragen zu tun hat, weil ich glaube, das sind andere, schwierig jetzt in der Kürze der Zeit. Können wir vielleicht mal eine Pause machen oder so. Hier ist noch eine Frage? Nee, keine Frage, eine Ergänzung. Also ich wollte auch mal sagen, ich hatte das Glück, Heikos Vortrag schon mal vor 3 oder 4 Tagen zu hören, so probehalber, und bin immer noch nicht fertig damit, weil ich den wirklich grandios finde, muss ich dir auch noch mal sagen, Heiko. Wegen dieser Brücke zwischen Psychologie und Ökonomie, nach der ich schon eine ganze Weile suche, weil ich mit meiner als Mutter und Hausfrau, die ich ja nun mal bin, das nicht klarkomme mit meiner Rolle in der Gesellschaft, die ja keine besonders gute ist. Mutter und Hausfrau ist ja so ziemlich das Letzte, was man sein kann, und einer wirtschaftlichen Überlegung, und suche da schon lange nach Antworten und auch nach Ansätzen und finde sie nicht. Und Heiko hat quasi gerade diese Brücke durch seinen Vortrag geschlagen, wo ich sage, ja, natürlich. Das ist, das gehört zusammen. Wie geht ein Eltern mit ihren Kindern um und wie geht der Staat mit seinen Bürgern, also seinen Bürgern um? Es gibt zwei Dinge. Es gibt zwei Dinge, diese Traumatisierung durch Gewalt. Das ist eine ziemlich einfache, durchschaubare Sache. Lässt sich vielleicht auch noch am allerleichtesten von dem Kind irgendwann erkennen, warum das so gewesen ist. Dann gibt es die Traumatisierung durch Unterlassung. Und die, der Herr im blauen Hemd, dessen Namen ich leider vergessen habe, gesagt hat, also indem du als das Kind kalt bist, emotional kalt bist, ihm nicht hilfst, seine Erwartungen nicht erfüllst. Und dann gibt es noch dieses nicht in Schutz nehmen. Du hattest das Beispiel mit der Schlange. Du hast gesagt, die Mutter hat zwei Aufgaben: das Kind beruhigen und das Problem in der Welt aus der Welt schaffen. Und das tut die Mutter aber nicht, wenn sie zum Beispiel ihrem Kind einem gewalttätigen Verwandten überlässt, einer gewalttätigen Institution überlässt. Sie nimmt immer noch ihre Aufgabe als Mutter. Oh komm, tut mir leid, oh, so viele Hausaufgaben, du Armer, das ist ja nur so früh aufstehen, ist ja schlimm. Aber ich kann nichts dagegen tun, es tut mir leid, wir müssen alle unseren Anteil leisten. Die Mutter verweigert quasi diese aktive Rolle, indem sie jetzt da hingeht und mal auf die Schlange drauftritt, um das Viech endlich tot zu machen, damit ihr Kind keine Angst mehr haben muss. Und das ist das Bild, das permanent transportiert wird von dieser reinen, guten Mutter, die gar nicht in der Lage ist, irgendeine Schlange zu zertreten, um Gottes Willen. Das muss alles irgendwer anders machen.
Das ist dieser Verantwortungstransfer. Und dafür bist du bereit, um diese Verantwortung an jemanden anderen zu transferieren. Bei der ökonomischen Frage, bei der Geldfrage, würdest du sagen, ich gebe meine Arbeitsleistung dem Staat und nehme bedruckte Scheine dafür zurück. Das ist aber auch ein ganzes Stück weit meine Verantwortung, was ich mit mir machen lasse. Und das, was die Mutter, ich bleibe mal beim Traditionellen, also ich sage, die Mutter hat eine, zumindest für das ganz kleine Kind, eine existenziellere Funktion als der Vater. Das kommt erst später, weil das Kind nun mal in ihrem Bauch groß geworden ist. Das ist dann aber wirklich Biologie. Deshalb ist es für die Mutter einfacher, diese Bindungsperson für das Kind zu sein. Das ist einfach die logische Folge, die erste. Danach kommen andere. Aber wenn diese Bindungsperson ihre Verantwortung ablehnt und sagt, du, das kann die Krippenerzieherin besser, das kann die Tante vom Jugendamt besser, dann überlasse ich mein Kind diesen Leuten und gucke nicht hin. Und das ist Verantwortungstransfer. Ich gebe also das Wertvollste, was ich habe, mein Kind dem Staat und kriege dafür keine bunten Scheine wieder, auch ein bisschen, weil ich ja arbeiten gehen kann, sondern ich kriege auch bunte Scheine und ich kriege noch das Schulterklopfen. Du bist eine brave Staatsbürgerin, weil emanzipiert, weil du arbeitest, du trägst zum Bruttoinlandsprodukt bei. Du gibst das Wertvollste, was du hast, dein Kind, den Leuten. Und findest es noch richtig, weil ich bin ja leider ohnmächtig. Und das ist genau dasselbe. Und da ist nämlich meiner Meinung nach die Parallele zur Ökonomie. Vielen Dank. Ich möchte noch ganz kurz zwei Fragen stellen. Du hattest einmal gesagt, durch auf eine Statistik bezogen, eine Auswertung über mehrere Jahrhunderte, wo eine abnehmende Traumatisierung oder abnehmende Gewalttendenz drin ist. Weil da würde mich noch interessieren, was da genau sozusagen an Informationsmaterial drin steckt. Und das andere ist im Endeffekt noch die Frage, kannst du zwischen Traumatisierung und im Endeffekt Grenzerfahrung, weil was ich bisher so erfahren habe, wie Kinder sozusagen die ersten Lebensjahre erleben, da gehören auch Grenzerfahrungen dazu, um zu wissen, damit sie überhaupt das Ich ausbilden können, damit sie wissen, wo hört das Ich auf, wo sind die Eltern und so weiter. Das heißt, sie müssen wissen, was sozusagen in ihren Möglichkeiten liegt. Und deswegen ist dort die Frage, ab wann führt sozusagen so eine Erfahrung, deswegen sozusagen eine Ohnmachtserfahrung, die irgendwo stattfinden muss, weil sie weiß, sie sind nicht Gott. Sie können nicht alles machen, sie können nicht über andere Menschen einfach so hinweg entscheiden. Die anderen Menschen haben einen eigenen Willen. Das heißt, diese Erfahrung machen sie als Baby, als Kind irgendwann. Die Eltern sind nicht sie, sondern, also du weißt, das kennst du ja wahrscheinlich auch so in dieser Persönlichkeitsentwicklung, wie das heute angenommen wird, wann sich das Baby als Person überhaupt, wie es so nicht nach und nach entwickelt. Also deswegen wäre für mich spannend, wo du da so eine Grenze ziehen kannst, was siehst du als Traumatisierung und was ist eigentlich eine Grenzerfahrung, die zur normalen Entwicklung dazugehört? Ja. Einfach da mal eine Definition. Ja, das ist gut, dass du das fragst. Weil ich habe jetzt ja betont, wie fragil junge, kleine Menschen sind. Ich habe es auch einfließen lassen, wie resilient die sind, wie viel die auch überstehen können. Natürlich gehört Belastung und Störung und Schlimmes und Verscheitern, auch Sterben der Eltern, das gehört zum normalen Leben dazu. Das gab es schon Jahrmillionen und damit können Kinder auch klarkommen. Also das Entscheidende ist, für Traumatisierung ist entscheidend, es gibt eine Tendenz der Persönlichkeit, eins zu sein. Und es muss eine Kraft geben und ich habe ja versucht, durch diesen Widerspruch, ich brauche meine Mutter und ich muss weg von ihr. Das ist so heftig, das zerreißt sozusagen die Seele. Das ist logisch inkonsistent, aber auch praktisch inkonsistent. Und das zerspaltet. Und das überwindet die Tendenz, eine organisierte Einheit zu sein, die wir als Menschen sind. Und das ist sozusagen die Voraussetzung dafür, dass man überhaupt erstmal eine Destabilisierung der Organisation der Person erreicht. Das wäre jetzt ein Schock. Und die Frage, ob man aus einem Schock in ein Trauma übergeht, was dann eine dauerhafte Deorganisation der Persönlichkeit ist, das richtet sich wieder nach Umständen. Also nehmen wir mal an, wäre ein Vater zugegen gewesen oder die Mutter wäre in der Lage gewesen, Kontakt zum abgrundtiefen Leid des Kindes, das sie ausgelöst hat, aufzunehmen. Dass das Kind sich mit seinem Leid bei der Mutter wieder aufgehoben gefühlt hätte. Dann wäre das Kind nicht traumatisiert gewesen. Dann hätte es nicht nötig gehabt, diese Erfahrung ins Unbewusste zu verschieben, sondern es hätte sich wieder daran erinnern können. Aber das ist natürlich eine hohe Kompetenz der Mutter. Das, ne? Also die Bindungsleute sprechen davon, die Bindung reißt und dann wird sie wieder geflickt. Das ist ein ganz normaler Vorgang, der muss auch gelernt werden, weil wir sind uns nicht immer einig, wir zoffen uns, wir streiten uns, dann müssen wir gucken, wie geht es denn weiter,
oder auch nicht, aber ne, also das ist ein Vorgang, der ist normal. Und deswegen ist auch wenn ein Kind verloren, ein Elternteil verliert, das sind heftige Schmerzen, das sind heftige Ängste. Das muss nicht alles zur Traumatisierung werden. Ich bin nicht dafür, dass die Welt in Watte gepackt werden muss, die Menschen. Aber es geht darum, Persönlichkeiten können zerspalten. Das passiert eben dann, wenn niemand da ist, der beisteht. Weil Kinder wenden sich mit ihrem Leid normalerweise an ihre Eltern, wenn sie die Erfahrung gemacht haben, das funktioniert. Und die kommen dann auch, wenn die Eltern Mist gebaut haben, melden sich. Und dann, wenn man das aufnimmt und nicht wieder verbietet und nicht wieder unterbindet und wieder bestraft, dann lässt sich die Bindung auch reparieren relativ gut. Das ist, glaube ich, eine Antwort auf die Frage. Die erste Frage war, ich habe das mir aufgeschrieben, Lloyd de Mors heißt der. Einfach mal Wikipedia gucken. Da gibt es einen Absatz in Deutsch. Da kann man eine Seite, da kann man dann weiterschauen. Das ist, der hat diese Entwicklung untersucht, der Kindheit. Ja. Heiko, wir haben bisher sehr viel über die Diagnose gesprochen. Traumatisierung, Anamnese liegt vor, bei, sagen wir mal, Großteil der Bevölkerung sicherlich immer noch, aber etwas wenig über die Therapie. Also was passiert also jetzt? Man begegnet einem Menschen, den man also diagnostiziert, der ist traumatisiert. Was mache ich jetzt in dem Gespräch? Also wie, oder hast du einen Tipp, wie man mit solchen Menschen behutsam, sagen wir mal, umgehen kann und sie vielleicht etwas darauf hinweisen kann, da liegt so eine Art Traumatisierung vor, beschäftige dich vielleicht mal etwas mit dir selber, vielleicht hinterfrag das mal, überleg mal, was war in der Kindheit und so weiter in diesem Bereich. Wie kann man das angehen? Ist ja sicher jedem von uns schon passiert, da sind in irgendwelche Diskussionen gekommen mit solchen Menschen, wo man merkt, oh, da ist eine Barriere und da zuckt er zusammen und blockt und so weiter. Wie kommt man weiter in dem Moment? Und es sind ja nun mal relativ viele Menschen, denen man so begegnet in der Richtung. Und wir haben ja auch gehört hier von einigen weiteren Beiträgen, der Staat trägt aktiv dazu bei. Es ist ja im Interesse des Staates, diese Traumatisierung aufrechtzuerhalten. Also wir haben da ja auch mächtige Gegenspieler, die das weiterhin fördern. Und wenn wir irgendwo weiterkommen wollen, dann müssen wir ja versuchen, da so ein bisschen weiterzukommen in diesem Bereich, die Leute irgendwo dahin zu führen, dass man das jetzt nicht von uns aus therapieren kann in dem Gespräch, was man mit denen wollen wird, ist klar. Aber man muss ihnen ja irgendwo den Anstoß geben und sagen, hör mal, überleg mal in der Richtung weiter. Das ist natürlich sehr schwierig, weil man beleidigt die ja in einer gewissen Form in dem Moment irgendwo. Und deshalb du hast eben die Frage, Marke, ne? Hast du da so einen Tipp, wie kann man da rangehen, also von der Seite eines Therapeuten, aus der Sicht eines Therapeuten, die vielleicht in so eine Therapie mal zu lenken oder so. Also ich habe es ja immer leicht, weil ich kann immer nur sagen, es funktioniert, ich habe es ja selber ausprobiert. Also das ist letztlich, ich glaube, man kommt nicht drum rum, das eigene Beispiel, ein Beispiel zu werden, indem man selber sagt, weißt du, ich kenne das, ich hatte auch mal so, oder, ne? Und das war viel besser, als ich dann verstanden hatte, woran das lag. Und dann habe ich mich viel weniger aufgeregt oder so. Also wenn man sowas erzählen kann, dann muss man jetzt nicht eine lange Psychotherapie gemacht haben, wohl, warum nicht, ne? Aber wenn man solche Erfahrungen erzählt, dann fühlt sich ja der andere nicht als, du hast einen Makel, ich bin jetzt defizient. Das wäre eine Einladung, finde ich. Und es ist auch immer die Frage, ich gucke immer, sind Menschen neugierig? Und natürlich, wenn man ein Trauma hat, ist man an der Stelle, wo man traumatisiert ist, eigentlich nicht neugierig. Man will nur weg davon. Und dann hat es eigentlich keinen Zweck. Dann kann man nur darüber reden. Sag, guck mal, wenn du nachdenkst, immer das ist dann so. Du hast immer diese komischen Beziehungsabbrüche. So, das kann man machen, das ist so ein rationales Argument. Aber bei vielen verfängt das nicht, weil es zu schwach ist. Und deswegen denke ich, man muss schon das Emotionale erreichen. Weil man jemandem sagen kann, es tut mir so leid, dass du an der Stelle immer wieder so verzweifelt bist oder immer wieder so in Frust rennst und du verzweifelst an der Welt. Also das, wenn man sowas ansprechen kann, dass man kommt dann als Freund und sagt, ich glaube, es könnte dich lohnen für dich. So, ne? Dann so werben. Ne? Aber es erfordert immer Menschen, die dafür auch aufgeschlossen sind. Ich finde das unverschämt, Leuten zu sagen, du brauchst eine Therapie, die da nicht nachgefragt haben. Ne? Also deswegen ist das auch schwierig, wenn ich jetzt hier so stehe und sage, sind alle Leute alle traumatisiert. Genug Antwort. So, jetzt hatten wir noch zwei Fragen, die würde ich noch gerne vor der Pause machen. Es sind sicherlich noch mehr Fragen. Ich würde einfach bitten, es dann heute Abend zu machen, damit wir den Ablauf auch sichern können. Ich denke mal, wir haben da noch genug Zeit für Gespräche. Jetzt hatten wir hier noch eine Frage.
Gut, ich weiß nicht, ob meine Frage schon beantwortet ist, die ich jetzt stelle. Ich sage das immer so, manchen Leuten tut Alkohol trinken nicht, schadet denen nicht. Oder rauchen oder sowas. Die überlegen, Helmut Schmidt fällt mir vielleicht jetzt gerade ein. Also weil wir jetzt, wir haben jetzt, können Sie vielleicht noch klarer das nochmal sagen, es gibt offensichtlich Menschen, die sowas auch überleben, untraumatisiert, obwohl man denken würde, traumatisierte Umstände, in die sie geraten sind. Es klingt jetzt, bis jetzt war das irgendwie so, es gibt immer diesen Nexus, den kausalen Nexus, immer wenn diese Umstände so schlecht sind, dann wird man auch krank und dann ist man traumatisiert, als wenn das so zwangsläufig kausal wäre. Mhm. Es gibt offensichtlich Menschen, denen schadet solche schlimmen Umstände nicht. Also, dass Helmut Schmidt noch nicht gestorben ist, ist kein Zeichen dafür, dass ihm das Rauchen nicht geschadet hat. Weil das wäre ja das Kriterium tot oder nicht tot, aber das ist nicht das einzige Kriterium. Ich möchte nicht seine Lunge sehen. Also, aber das ist, das ist schon mein Anspruch, dass ich sage, Traumatisierung ist das, was ich beschrieben habe, diese dauerhafte Deorganisation der Persönlichkeit. Das ist ein psychologisches Gesetz. Man kann sich fragen, liegt bei einer Person das vor oder nicht? Und kann man eine vorübergehende Desorganisation der Persönlichkeit wieder rückgängig machen, aus dem Schock wieder rausholen jemanden? Das sind Fragen, das muss man im Einzelfall diagnostizieren. Aber wenn jemand traumatisiert ist, oder wenn jemand an einen Punkt gebracht wird, wo er das mit sich, mit seinen Fähigkeiten nicht mehr vereinbaren kann, wie ich das in dem Beispiel war, dann wird er traumatisiert. Immer. Es gibt keine Ausnahme. Das wäre schon meine These. Das ist ja sozusagen ein wissenschaftlicher Anspruch und sage, das ist die These. Und dann kann man gucken, ob man ein Beispiel findet, wo das nicht so ist. Aber das wäre schon mein Anspruch. Ne? Und dann gibt es natürlich diesen Faktor, wie ich das bei Martin schon gesagt habe, man kann vielleicht äußere Szenen von Gewalt ohne Traumatisierung überleben. Aber dann braucht man eben zum Beispiel eine Mutter, die wieder Kontakt zum Leid findet oder einen Vater, der rettet oder sowas. Äußere Faktoren. Und andere, ne? Andere wichtige Faktoren. Es gibt ja in der Resilienzforschung dieses Ergebnis, wenn da eine stabile, interessierte Person war, kann man sehr schlimme Zustände überstehen und trotzdem noch einigermaßen funktionieren, sage ich mal so. Aber das heißt nicht, dass das nicht Schäden hinterlässt. Also ja. Vernachlässigte Kinder sind distanzlos. Die greifen sich jeden, der irgendwie nett ist. Weil die braucht es, biologisch programmiert. Gut. Ja, von meiner Seite vielen Dank für diesen emotional sehr anregenden Vortrag, nicht nur, weil er eben ja auch Gelegenheit gab, sage ich mal, in die Beziehung zu meinen Eltern und zu meinen Kindern nochmal für mich selbst nachzuvollziehen und eine Prüfstufe zu stellen. Ich fand auch vielen Dank für dieses Bild mit dieser Bindung und dem Bild der Schlange. Sehr eingängig. Am Ende haben Sie die These aufgestellt, dass sozusagen das Abgeben der Kinder in Kindergarten oder Schule, das Abgeben von der Bindungsfunktion des Elternhauses an den Staat sei, was ich nicht komplett mittragen kann, aus folgenden Gründen. Da ich eben einerseits muss sagen, meine emotionale Widerspruch, wenn man sagen, aus einem solchen staatlichen System groß geworden bin, anders mit Kindern auch in die staatlichen Systeme gebe. Aber mein Grund ist der, dass ich denke, dass auch andere Personen emotionale Bindungen zu Kindern aufbauen können. Sie müssen natürlich genau das tun, was die Mutter eben auch kann. Das heißt, sie müssen sich als jemand verstehen, der also auch, wie Sie schon schön geschildert haben, dass die Gefahr für das Kind beseitigen und das Kind auf den rechten Pfad führen. Das kann eine mütterliche Kindergärtnerin genauso gut wie eine mütterliche Lehrerin. Und das kann auch ein Freund. Und ich will mal als Gegenthese behaupten, dass Kinder, die, sag ich mal, die Erfahrung gesammelt haben, dass es andere Referenzpersonen für Bindungen gibt in ihrem Leben, außer der Mama, dass sie auch im zukünftigen Leben, sag ich mal, stabiler dastehen, weil sie weiterhin in der Lage sind, Referenzpersonen dafür zu finden, ja, also Freunde zu finden. Und da kann man, um auf Ihre Frage nach der Heilung hier einzugehen, wie kann man heilen? Man sucht sich andere heilende Referenzpersonen. Vielen Dank. Gut, das gibt mir die Gelegenheit, das richtig zu stellen. Ich habe nicht gesagt, Eltern, die ihre Kinder in staatliche Institutionen abgeben, verraten ihre Kinder. Das wäre nicht meine These. Aber
sagen wir mal so, man muss sich schon die Frage gefallen lassen, wenn man ein Kind mit 6 Monaten abgibt, ob das zu früh ist. Diese Frage muss man ja prüfen als verantwortliche Eltern. Das kann unter Umständen gut sein, richtig sein. Deswegen finde ich Tagesmütter auch zum Beispiel besser als Einrichtungen, weil das Personal da so viel wechselt und die Bindung schwieriger herzustellen ist. Aber eine Tagesmutter kann eine ganz stabile Bindungsfigur werden. Und das ist natürlich richtig, dass nicht nur die Mutter als Bindungsfigur das Leben lang bleibt. Das ist ja, da entwickelt man kein soziales Leben. Natürlich muss die dritte Person, der Vater, dazukommen. Natürlich müssen andere Personen dazukommen. Es gehört ja auch zu den Entwicklungsaufgaben, dass die soziale Welt zu explorieren, Freunde zu kriegen mit Tanten und Onkels, mit Kindergärtnerinnen und so. Das ist völlig normal. Mir geht es nur darum, wenn man das auf Kosten der Bindung macht, ist es natürlich schädlich. Ne? Das soll es nicht so sein. Und man muss es eben an der Entwicklung des Kindes messen. Wenn man es dem Kind aufzwingt, wird es eher schädlich sein. Wenn man das Bedürfnis des Kindes aufgreift, mit anderen Kindern Kontakt zu haben oder noch andere Personen kennenzulernen, finde ich das wieder gut. Ne? Also darum geht es letztlich, dass man das Kind im Blick hat.